Fingerabdrücke. Oh, so ein schönes Fenster. Wundervoll. Ganz, ganz wundervoll. Ganz schau hier. Und hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Mann, Alter, ey. Oh, ist aber ein Mindfuck hier, ey. Shit, ey. Yep. So. Und aber lustige kleine Ziegelsteinchen, die hier benutzt worden sind. Okay. Hat einen Moment gedauert, bis das fertig war. Ja. Ich muss einfach mal die Tür mit kleinen Riemchen zu ihr macht. So, ja, denn Schlimme ist, ich... Ja, du kannst den Fernseher nicht mehr an- und ausmachen. Oh, okay. Nice. Wow. Ich mach das Feuerzeug jetzt nicht an, wenn ich... Warte, ich hab gerade auf den gedrückt. Was? Ich kann's doch nicht anmachen. Wurden wir jetzt getötet? Nein. Oh. Neue Sequenz. 1994. Alter, in welcher... Das ist ja... Ich fange jetzt hier langsam an, Streichhölzer nebeneinander zu legen, damit ich überhaupt die Timelines noch raffe. Hm. Eine Taschenlampe. Da. Diese da. Aha, okay. Ich würde gerne sagen, schön, aber schön ist es nicht. Okay, und trotz aller Keimigkeiten liegt hier immer noch die Kippen und die Kreditkarte, Alter, was ist? Weil du den Fernseher angefasst hast. Weil ich den Fernseher, ja, seinen Sender verstellt habe. Komm doch, los. Genau. Anderson, Mr. Anderson. So, oh Mann. Was ist denn das, Alter? Sie zeigen auf Bücherregal. Wir müssen genau hinschauen. Sie zeigt auf Bücherregal. Okay, wir machen. Wir schauen genau hin. Hier ist... Wir schauen genau hin. Okay, ja, tatsächlich habe ich wirklich nicht... Man achtet nicht darauf, wo die Geister hingucken. Ja, echt jetzt? Aber jetzt... Hä? Sind wir jetzt noch in einem Video? Oder sind wir jetzt wieder... Jetzt sind wir wieder aus dem Video raus. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich würde so gern die Axt mitnehmen. Das Spiel sagt aber nein. Ja. Müssen wir das etwa an die Position packen von The Book? Da. Scheißdreck. Ja, ne, das ist doch mal, hat sich doch gelohnt. Mann! Wieso? Passiert. Na, es kam mir hergerannt und hat mich hat's einfach ausgepustet. Soll ich jetzt. Oh. She's close. Oh! Oh! Oh. Oh. Okay. Ich würde einfach mal bitte kurz mal Timeout. Oh Mann, Benny, das ist echt übler Scheiß. Das
Oh. Und wir wollen. Ich habe noch gesagt, ich möchte beim nächsten Mal möchte ich gerne Sister spielen. Oh. Jetzt aber eine neue Videokassette. Ach Mensch, ey. Ja, das ist, man so, ich tendiere auch langsam dazu, den Überblick zu verlieren irgendwie. Yep. Also, nicht, dass ich ihn hier überhaupt jemals hatte in dem Spiel, aber also grundsätzlich verstehe ich jetzt diese Sprünge durch die Videokassetten nicht. Nee, ich auch nicht. Also, nee. Da freue ich mich auf das Video. Sie ist nah. Oh Gott. Bin ich sie? Ich kann mich nicht bewegen. Ah, okay. Übersichtlich. Die Filme musst du dir jetzt alle angucken. Oh nee, Alter. Vogel kann seine Pornosammlung mal schön alleine ankicken hier. Kann mal schön alleine machen. Gut. Ich muss wirklich an die Box. Ja? Die Videokassetten. Oder ich hätte doch wirklich gerne mal diese scheiß Taschenlampe jetzt hier. Okay, Koichi, wenn ich mir mal hier deine Videokassette mit die drei Fragezeichen angucke, würde ich total schau finden. Aber hast du gesehen, Benny, war nicht zurückgespult. Ja? Gib einen Euro, wenn du sie wieder abgibst. Oder eine D-Mark mehr. Genau. Fuck. Oh. Aha. Ah, wer ist diese Nis? Bastardo. Bastard! Sorry. War nicht so gemeint, ey. So, hab ich. Ich hab auch kein Feuerzeug, kein nichts hier gerade. Brauchst du ja nicht, du hast ja überall Kerzen. Ja, und was meinst du, wie lange die noch an sind, Benny? Wenn du die nicht wieder auspustest? Wieso Ike? Das hast du letztes Mal auch gemacht. Tourschlüssel. Mann, ich will aber was raus. Ach je. Wer ist das? Ist das unsere Frau? Ja, ne? Nee, ich würde sagen, das ist entweder der Mann oder der Sohnemann. Help! Help! Oder die Frau. Oh! Das ist schon eine Bitch. Licht, ey. Auch das gleiche vom Wohnzimmer. Was? Gott. Ah, sie ist wieder da. Ja, und hier. Ja, schön. Oh ne. Aus wie ein Knast.
Okay. Ist der Boden erkannt? Bart ist genauso wie fließt. Ah, stimmt. Ah, hier, guck mal hier. Ganze Symbole hier in der Ecke hier, ne? Alter, wir haben es geschafft. Nice. Oh. Aber krasses Game. Also, es hat ja mal zum Schluss richtig nochmal angezogen. Ey. Alexander Reshetnikov, ich sage Chapeau. Ich sage Chapeau und all deine Familie, die mitgemacht hat. Du hast hier ein geiles Ding abgeliefert, Alter. Ich muss mal so wirklich sagen, krass. Krass, krass, krass. Sehr geile Jumpscares, sehr geile Atmosphäre irgendwie. Oh, Danny, was sagst du? Ich kann mich da nur anschließen. Also das ist einfach mal geil. Also es war wirklich ein schönes Spiel. Sehr heftig, aber geil. Also hat richtig Spaß gemacht. Die Atmosphäre war mal geil, die war cool. Da war eigentlich immer irgendwas los. Und auch die Rätsel waren jetzt, fand ich jetzt nicht so schwer. Hatte genau das Richtige. Also die richtige Chemie dazu. So, ne? War schon ein schönes Ding. Ja, war nice. Also, absolut. Das, bin noch sehr geflasht gerade und tatsächlich hat das auch eine relativ coole Story gehabt, jetzt so im Nachhinein, wie sie sich so entwickelt hat, so auch wie den Kreis halt mit dem Wald geschlossen hat. Ja, quasi. Stimmt. Der Kult irgendwas Böses erweckt in dem Falle, was uns dann auf ewig hier heimsucht. Das ist schon wow. Also, Mann, Mann, Mann. Ah. Das ist schon heftig. Shaun of the Dread. Ach, okay. Ich lese mir gerade die Namen so durch, die da alle mitgebracht haben. Ja. Vor allem fand ich schön so. Fuckface. Also, großartig. Ah, Alter, Call me Scooter 9. Auch nicht schlecht. Ach, schön. Hm. Ah, nee, aber schon ein geiles Game. Also muss man sagen. Scream a lot. Geil, Alter. Oh, nice. Ja, Leute. Sagt immer, wie es euch gefallen hat. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst ein Like da. Lasst ein bisschen Liebe da. Irgendwie. Macht ein Abo. Klickt auf die Glocke. Abonniert den Kanal. Supportet uns, wenn ihr ein bisschen Bock drauf habt und nochmal so eine Videos sehen wollt. Wir persönlich hatten extrem viel Spaß. Nicht. Aber es doch, ich schon. Cool, ich schon. Spielen irgendwie.
muss es sagen, Benni, ohne dich hätte ich das jetzt hier nicht durchgespielt. Wenn wir alleine wären, wäre mir zu krass gewesen. Das ist wirklich krass, ja, deswegen. Kann ich verstehen. Okay. Gut, ich würde sagen, dann war es das von uns noch irgendwie. Wir lassen noch den Abspann weiterlaufen und wir sehen uns beim nächsten Game. Macht's gut. Ciao. Ciao.